Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Parlaments und der Regierung. Es hat bereits in der Vergangenheit, etwa anlässlich der Regierungserklärung zu Beginn der Legislaturperiode, Sitzungsperiode oder im Rahmen der Haushaltsdebatten, verschiedene Gelegenheiten gegeben, dass die Regierung ihre Sicht der Dinge zur Flutkatastrophe des vergangenen Sommers darlegte und immer wieder gerne die zahlreichen Hilfsmaßnahmen kommentierte. Nicht unerwähnt bleiben die zahlreichen Kommuniqués in der Presse. Der vorliegende Beitrag der Regierung konzentriert sich zwar auf die finanzielle Hilfe, die an die Opfer floss, sie gleicht aber auch einem Werbeprospekt, der quasi keinen Bereich auslässt, um eigene Leistungen hervorzuheben. Genau das, nämlich das Hervorheben der eigenen Taten, schmälert dann leider auch die eigene Initiative. Oder glauben Sie, dass Herr und Frau sowieso besonders laut über ihre Spende sprechen, die sie zum Wohle der Opfer still abgegeben hatten? Dennoch, es ist gut, dass unsere Gemeinschaft alles in ihrer Macht Stehende tut, um den Opfern zu helfen und Schäden zu beseitigen. Das verdient Anerkennung. Wir befürworten die vorgesehenen Finanzmittel, die dafür bereitgestellt werden, auch die teilweise Kostenübernahmen der Schäden, die die Versicherungen nicht abdecken. Diese sind auch besonders hervorzuheben. Dennoch an dieser Stelle eine Frage. In welchem Maße hat die DG logistisch, etwa durch die Bereitstellung von LKWs oder anderem Material und Personal, an der Schadensbeseitigung mitgearbeitet? Dieser Hinweis fehlt in der Regierungsmitteilung. Wir haben doch keine LKWs. Nee, das nicht, aber Sie haben ja eben doch aufgezählt, was Sie alles gemacht haben. Das ist auch nicht so schlimm, man hätte ja welche mieten können oder so. Aber ist nicht schlimm, Herr Minister. Sie können ja nachher erklären, okay? Aber neben den Hilfsmaßnahmen gibt es noch andere Punkte, die wir nicht vergessen dürfen. Da wäre die Aufwertung der Gemeindefinanzierung durch die DG oder eine Nachverhandlung mit der wallonischen Region. Wir wissen, dass die DG vor nicht allzu langer Zeit den Gemeinden in die Tasche gegriffen hat, um finanzielle Engpässe abzufedern. ÖSAZ, Gemeinden und Straßenbau haben darunter gelitten. Dieses Geld fehlt natürlich jetzt. Wenn der Ministerpräsident also sagt, unser Ziel ist und bleibt, den Gemeinden zu helfen und ihre Investitionsfähigkeit zu sichern, dann hat das vor dem Hintergrund einer vorherigen Kürzung, unter der die Kommunen leiden, einen merkwürdigen Beigeschmack. Krisen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind nicht die Ursachen von Fehlentwicklungen, sie machen sie deutlich. Ihr großes Interesse, Herr Ministerpräsident, an der Aufarbeitung der Katastrophe durch das wallonische Parlament teilen wir. War die Katastrophe vermeidbar? Sind Fehler gemacht worden? Und wie kann verhindert werden, dass sich ein solches Drama wiederholt, fragt der Ministerpräsident. Deswegen unsererseits haben alle Informationsportale und Kanäle der deutschsprachigen Gemeinschaft funktioniert, um die Bevölkerung auf die Gefahren hinzuweisen. Zeitig genug? Zweisprachig? Hat sich die Regierung selber beim Meteorologischen Institut eingehend informiert? Unsere Gemeinden und Behörden diese Infos weiterzugeben, die Kollegen im Wesertal auf die Gefahren hinzuweisen. Schließlich sind wir für Rundfunk und Pressehilfe zuständig. Ist da optimal kommuniziert worden? Zeitig genug, zweisprachig. Bevor wir uns also auf die möglichen Fehler anderer konzentrieren, sollten wir erst mal prüfen, ob wir selber gut gearbeitet haben. Wir kümmern uns eng um das Wohl der Gemeinden. Wir haben die Raumordnungspolitik übernommen, haben wir also vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe etwas gelernt? Ist etwa beim Bau des Wetzlarbads, das heute Lago heißt, die Gefahr einer Flutkatastrophe berücksichtigt worden? Wie ernst hat die DG als Zuschussgeberin, diese Gefahr eingeordnet? Hat sie überhaupt etwas gesagt? Hat sie eventuell auf das Fehlen einer solchen Überlegung hingewiesen? Was ist mit den Tennisplätzen in der Alpener Hütte, die saniert werden sollen? Ich hoffe, dass die bereits angesprochene Studie zum Aufbau des Wesertals
Denkanstöße liefert und dass unsere Raumordnungspolitik sich genau daran richtet. Dass sich die Alpener Bürgermeisterin über fehlende Kompetenz auf DG-Ebene und fehlende Ansprechpartner beklagt, habe ich bereits vorhin in meinem Kommentar zum Haushalt erwähnt. Deshalb auch hier, wir müssen nicht nur Geld bereitstellen, sondern auch Know-how anbieten. Das allen Erwartungen genügt, auch und gerade in Krisenmomenten. Nun zurück zur Regierungsmitteilung und zu den Unterstützungsmaßnahmen. Kann die DG-Krise? In dem eben besprochenen Bericht des Rechnungshofs zu den Hilfeleistungen während der Corona-Krise blieben viele Fragen offen. Wäre es nicht angebracht, auch hierzu, also zu den Hilfsmaßnahmen zur Flutkatastrophe, den Rechnungshof um eine Stellungnahme zu bitten, gewissermaßen als Gelegenheit für unsere Regierung zu zeigen, dass sich die Corona-Pannen nicht wiederholen? Wie ist diesmal mit Ausschreibungen, Nachvollziehbarkeit von Ausgaben und allgemeiner Koordination zwischen allen Instanzen umgegangen worden? Die CSB-Fraktion würde jedenfalls gerne die Anfrage nach einem solchen Prüfungsbericht unterstützen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.